Der Gartenteich. Der heimische Garten verträgt natürlich auch bei Familie Nullinger noch die ein oder andere Verbesserung. Wie zum Beispiel einen Gartenteich. Ein Gartenteich war doch schön, Josef. Da hinten im Eck. Ja, von mir als Bulli hol ich einen Schlauch. Papa, da müssen wir doch vorher nur ein Loch ausheben. Ja, also dann Bulli-Grab. Josef, du kannst doch dem Buben nicht allein das Loch für einen Gartenteich graben lassen. Also gut, Maria, dann grab halt du noch mit. Josef, der Bulli und ich allein. Ich glaub, dass du spinnst. Ja gut, ich hab schon verstanden. Jacqueline! Was denn? Lass die Ratten, hol einen Spaten. Wir graben ein Loch für einen Teich. Ich grab halt gar nichts. Ich hab mir gerade meine Fingernägel machen lassen, weil ich mich halt mit meinem Freund triff, dem Sepp. Depp? Was denn für ein Depp? Sepp! Josef! Was denn? Grabst du jetzt den Teich? Eine Stunde später. Ja, um Himmelswald, was ist denn das? Das ist ein Minibagger, Maria. Den hab ich mir ausgeliehen von meinem Freund, dem Franz, vom Laubau. Laubau? Was für ein Laubau? Aus dem Weg, es geht los. Stopp, Papa, du hast lauter Kabel in der Schaufel. Was? Wo Kabel? Lernst du Latein? Nicht wo Kabel, da Kabel. Jau, scheiße. Naja, werden schon nicht so wichtig gewesen sein, oder? Ja, sagen Sie einmal, spinnen Sie. Bei uns im ganzen Haus ist der Strom weg. Ja, tut mir leid, Frau Reitinger. Das ist alles die Schuld von meiner Frau. Die will einen Teich. Was? Josef? Unser Strom ist weg. Machen Sie was. Ich stehe Ihnen nicht so. Seien Sie lieber froh, dass ich keine Wasserleitung erwischt habe. Ich rufe jetzt die Polizei an. Ja, sag einmal, das Telefon ist auch kaputt, sie Tepsi! Moment, ich lass die Leitung wieder runter! Irgendwie riecht's nach Gas. Ich brauch jetzt erst einmal eine Zigarette. Nein! Die Nullingers auf Antenne Bayern. Hören Sie auch die nächste Folge an, wenn es heißt. So, also, unser Kreisbrandmeister hat gesagt, das Leck ist jetzt gestoppt. Aber sagen Sie mal, wie kann man denn nur so blöd sein und sich bei einer lecken Gasleitung eine Zigarette anzünden, ha? Da müssen Sie fragen. Wen? Die mit den verbrennten Haaren, Frau Reitinger. Meier, meier.